Turn around the clocks, tell me are you with me? Never gonna stop, but baby, why don't you see a picture of my heart like a tattoo? Yes, baby, once again I'll be the fool, yeah. Hi, hier ist wieder Aquamarine, heute zurück mit den aktuellsten Spätsommertrends auf Social Media. Denn der Sommer ist noch nicht vorbei und somit ist auch die Zeit der Do-It-Yourself-Projekte noch nicht vorbei. Und hier sind ein paar Highlights. Während die einen es kaum erwarten können, bis der Herbst endlich kommt und somit wieder Spuk und Grusel die Social-Media-Landschaft regieren, zelebrieren die anderen weiterhin die sonnigen Seiten des Spätsommers. Ketten und Türgrenze werden geknüpft und Muscheln werden zu kunstvollen Gemälden. Ein ganz beliebter Dating-Trend. Man sitzt sich gemütlich gegenüber, auf dem Tisch sind allerlei Farben und Pinsel verteilt und jeder bekommt einen Keilrahmen. Und dann wird versucht, das Gegenüber zu malen oder zu zeichnen. Die Spätsommer-Variante kann man allerdings auch ganz einfach als Single machen. Wie wäre es mit einem Erinnerungskunstwerk vom letzten Strandurlaub? Ganz einfach. Auf einem Keilrahmen können Muscheln mit unterschiedlichen Materialien aufgeklebt werden. Eine perfekte Beschäftigung für die ganze Familie oder für einen entspannten, lauen Sommerabend auf dem Balkon. Schon mal was von Makramee gehört? Eine spezielle Knüpftechnik für Spitzen. Komplett ohne Nadeln und nur mit den Fingern. Braucht jetzt ein bisschen Fahrt an, ist aber in Kombination mit Boho ein sehr beliebter Social-Media-Trend. Blumennetze, Wandteppiche oder Spitzendecken. Mit der Makramee-Knüpftechnik werden auf Social-Media unglaubliche Meisterwerke gepostet. Für Fans des Boho-Trends ein absolutes Must-Have. Kombiniert mit erdigen Tönen und sommerlichem Grün zieht der Spätsommer auch in den eigenen vier Wänden ein. Ja, und wenn wir schon beim Knüpfen sind, spätestens seit Taylor Swift hat sich die Anzahl der geknüpften Perlen und Freundschaftsbändchen ins Unzählbare erweitert und löst auch auf TikTok und Co. einen regelrechten Hype aus. Sie sind bunt, niedlich und mit süßen Sprüchen verziert. Selbstgeknüpfte Armbänder und Ketten waren schon in den 90ern ein heißer Trend und kehren dank US-Popstar Taylor Swift wieder zurück ins Jahr 2024. Diese werden natürlich auch untereinander getauscht, egal ob Swiftie oder nicht. Ja, und dann heißt's doch Abschied nehmen. Der Sommer geht, aber der Herbst wird uns jede Menge neuer Social-Media-Trends liefern. Da bin ich sicher. Bis dahin. Ahoi.